Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Beim letzten Mal sind wir nicht nur im Nether gewesen, haben uns da verirrt und haben da einen ganzen Ghost drin rausgeholt. Nein, wir waren auch kurz einen kleinen Abstecher in der Höhle. Haben dann mit der kleinen Mod uns da weitergeholfen, das was mir ja erlaubt wurde. Und jetzt muss ich mal kurz wieder überlegen, was hatten wir denn hier jetzt gebaut? Wir hatten ja jetzt hier diesen Teich, genau, da wollte ich jetzt auch nochmal ein bisschen drin rumbasteln. Habe ich natürlich mal wieder nicht die Materialien dabei, die ich brauche. Das heißt, ich muss jetzt nochmal in meinen tollen Keller. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich hatte überlegt, ob ich mal einen Portagun dabei habe. Aber nö. Aber damit wollte ich jetzt gleich nochmal was ausprobieren. Ich wollte mal gucken, inwieweit ich quasi ein Portal auseinander machen kann, sodass es noch funktioniert. Weil dann können wir uns eigentlich in der Nähe unserer modernen Wohnung da ein Portal hinmachen und eins dann unten im Keller, das was nach wie vor da ist. Und dann können wir da, sparen wir jede Menge Laufwege. Das ist halt mein Gedanke dahinter. Sollten wir hier mal die Tür zu machen, bitte? Danke. Und dann schauen wir einfach mal. So, die Portalgun war, glaube ich, hier irgendwo drin. Oder noch nicht, hier vielleicht? Auch nicht, wo ist denn jetzt die Portalgun hin? Oh, sehe ich sie mal wieder nur nicht. Ne, das Problem habe ich ja häufiger, dass ich einfach irgendwas mal nicht sehe. Halt, nein, da war sie, da war sie. So, dann brauchen wir ein bisschen Erde. Ein bisschen mehr als das, was da drin ist. Zum Glück haben wir so viel Erde. Nicht hier, sondern hier. Das sollte erstmal reichen. Glowstones haben wir dabei. Wir brauchen Steine. Unsere Steine, die wir uns hier gecraftet haben. Komm, die nehmen wir mal mit. Ich weiß zwar nicht, ob ich sie brauche, aber besser ist. Noch irgendwas, was ich vergessen habe? Wir werden es herausfinden. So, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Das haben wir, das haben wir. Ja, können wir eigentlich wieder zurückkehren. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt heute alles machen, um das die Außenanlage zumindest erstmal ein bisschen zu verschönern. Das wird bestimmt großartig oder halt auch nicht. Mal schauen. Oh, und die Sonne geht unter. Das war ja klar. So, aber was ich jetzt mal zuerst mache, ist hier das mit dem Portal ein bisschen austesten. Weil ich weiß nicht, inwieweit das hier durch die Chunks alles hindurch funktioniert und so. Muss man ja mal austesten, damit man das dann für später auch mal benutzen kann. So, einfach mal hier kurz über die Hecke springen. Ab durch die Hecke sozusagen. So, dann machen wir mal dahin ein Portal. Ich wollte hier nur die Tür zumachen. Ich hoffe, der hat jetzt kein Portal gemacht. Wir kommen tatsächlich in den Keller. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Es funktioniert, wie es funktionieren soll. So, bevor wir jetzt draußen weiterbauen, müssen wir uns nochmal hinlegen und schlafen. Ich habe irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen Respekt vor Creepern und anderen Gedöns. Ich kann noch nicht schlafen, ich kann immer noch nicht schlafen. Oh. Aber ich glaube, so langsam aber sicher macht sich da draußen unser kleiner Außenanlage. Wenn das hier hinten dann noch schön wird, wahrscheinlich muss der Birkenbaum da nochmal ein bisschen weichen. Natürlich werden die Setzlinge wieder aufgesammelt und so weiter. Aber mal schauen. Ich werde hier wahrscheinlich noch ein bisschen was verändern, was das Terrain angeht. Aber erstmal ein gemütliches Stündchen hier schlafen. Oh, das war aber ein kurzes Stündchen. Gut. Ab wieder nach draußen. Und dann mal schauen. Ich habe ja jetzt die Erde dabei. Wollte ich damit? Ah, shit, das geht mit der Erde nicht. Level habe ich 13. Dann warte mal. Da muss ich mich jetzt gewöhnen hier, dass ich jetzt hier so einen kurzen Weg habe. Warte mal, wir gehen mal kurz hier rein. Nochmal so. Und dann, wir brauchen glaube ich ein paar Level dafür. Zum Glück haben wir ein paar Redstone-Erze, wo wir auch Erfahrungspunkte wieder rausbekommen. Machen wir mal hier so ein paar Dinge ein. Ihr fragt euch jetzt so, was macht denn da? Ich mache das jetzt im Moment für die Erfahrungspunkte. Damit ich die dann gleich wieder ausgeben kann. So. Nämlich wollte ich die jetzt ausgeben. Einmal für einen Diamanten, den wir jetzt verwurzeln werden. Ich bin mal wieder verschwenderisch hier mit meinen Diamanten. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Nee.
keine Sticks, wenn man welche braucht. Ist mal wieder unglaublich. Egal. Jetzt haben wir welche. Machen wir mal so. Machen wir mal so einen drauf. Haben wir eine Schaufel und die Sticks nehmen wir natürlich gleich wieder mit, damit ich nicht gleich wieder Stickmangel habe. Und dann gehen wir hier mal kurz zum Enchanting Table. Legen da so eine Schaufel drauf, machen da Behutsamkeit drauf. Das kostet mich jetzt 15, genau. Und die, das wird jetzt hier so eine besondere Schaufel, die ich jetzt für ganz bestimmte Zwecke manchmal missbrauchen werde. Wahrscheinlich auch nur sehr, sehr selten. Nämlich werden wir jetzt hier einfach mal ein bisschen was von dem grünen Gras rausruppen. Und siehe da, wir bekommen ganze Grasblöcke. Nicht nur Erde, sondern ganze Grasblöcke. Das sollte erstmal reichen. Und das hätte, glaube ich, mit der Spitzhacke nicht ganz so gut funktioniert. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Egal, wir haben jetzt eine Schaufel dafür. Falls wir irgendwo anders irgendwas mit den Grasblöckern auch nochmal machen wollen. Yay! Jetzt kommt hier die schöne Yoshi Island Musik. Hervorragend. So, das wollte ich hier einmal so ein bisschen abrunden sozusagen. Haben wir auch schon wieder keine. Ist ja nicht schlimm. So, und hier muss ich mal kurz gucken. Brauchen wir die Dinger? Die wollte ich jetzt wo genau hin haben? Ich weiß es nicht mehr genau. Da so? Nee, da. Glaube ich doch. Ich hoffe. Ich weiß es nicht. So vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir überhaupt nicht sicher über das, was ich hier gerade tue. Kann auch sein, dass ich jetzt total einen Bullshit baue. Aber das muss man halt dann mal gleich gucken. Lass mich mal erstmal ganz kurz hier. So ganz kurz. 1, 2, 3, 4. Ja, einen noch. Glaube ich. Ja, könnte sein. So, dann nehmen wir hier mal so einen Slab. Portugan kann jetzt einfach hier ins Inventar. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Ja, komme ich da ran? Nein, natürlich nicht. Wieso sollte ich auch da rankommen? Aua. So. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so der Burner ist. Falls ihr euch wundert, was ich jetzt hier mache, wenn ich jetzt so gucke, ich überlege halt so ein bisschen so, was kann man denn machen, was kann man denn machen? Nee, die habe ich nicht dabei, das habe ich nicht dabei. Ist nicht so einfach. Ja, was ich mir jetzt alles dabei vorstelle. Habe ich die dabei? Natürlich auch nicht. Oh, ich habe auch nichts dabei. Apropos. Ich glaube, das hier sieht dann besser aus, wenn wir das so machen. Und hier dann einen drauflegen. Ich glaube, das ist in dem Fall besser. Wir werden es gucken, wenn es dann in einem besseren Fertigkeitsstadium ist. Man muss ja immer sehr viel ausprobieren. So, ich brauche jede Menge Sachen. Aber nicht irgendwelche Sachen, die ich einfach irgendwo willkürlich hinbaue. Verdammt. Ich bin Kacke. Ich bin so endlos Kacke. So Kacke ist sonst niemand. Nee, habe ich hier natürlich nicht. Ach, ich habe die auch gar nicht hier. Ah, Schäde. Gut. Ein anderes Thema. Wir brauchen hier trotzdem noch was. Sowas zum Beispiel. Haben wir die hier auch nochmal? Ne, da sind nur die. Da sind auch ein paar davon. Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Nehmen wir die hier nochmal raus. Machen davon nochmal ein paar Sticks. Machen davon auch nochmal ein paar Zäune. Und gemeinsam werden wir damit die Weltschaft an uns reißen. Und ich weiß nicht, was noch alles. Wir brauchen Sandstein. Sandstein hatten wir, glaube ich, hier hinten irgendwo. Genau, das sollte erstmal reichen. Und genau, wir müssen jetzt nochmal kurz nach oben. Und dann werden wir einmal kurz auf das Feld gehen und uns da ein paar Materialien rausholen. Nicht viel, aber halt so ein bisschen. Ja, das wird alles verbaut. So, nämlich brauchen wir genau
Na, nehmen wir mal zwei. Na, also nur um sicher zu gehen. Man weiß ja nie. Und das war's hier auch schon. Deswegen gehen wir jetzt auch schon wieder zurück. Es ist heute eine Herumlauffolge. Tut mir auch fast leid. Aber wie gesagt, nur fast. Und schon gar nicht weh. Zumindest im Moment noch nicht. Au! Okay, jetzt hat's mir wehgetan. So, und mit dem Zeug wollte ich jetzt hier einmal... Lass mich hier so ein bisschen Schilfrohr entlang wachsen. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Oh, das gibt's doch nicht. Einmal konzentriert hier bei Arbeit. Das wäre schön. So. Dann kommt hier nämlich auch nochmal so ein Slip drauf. Ein Slip. Und... Dann... Machen wir hier einfach mal ein paar Zäunchen hin. Und dann gucken wir mal, wie das hier reicht auf der anderen Seite. Und dann kann ich gleich mal gucken. Ich meine, ich baue ja hier auch noch mal ein bisschen. Haben wir hier einen Eichenholzbaum, der im Weg ist? Nein, natürlich nicht. Ah, okay, da muss ich noch mal zurückgehen und gucken, ob wir in der Natur noch Eichensetzlinge haben. Weil, würde ich da gerne irgendwo verwursteln. Natürlich haben wir kein Eichensitzling. Warum denn auch? Haben wir denn vielleicht eine Axt? Gib mir eine Axt. Da haben wir eine Axt. Alles wird gut. Alles wird gut, Mammut. Alles wird gut. So, und diese eine Axt werde ich jetzt dazu verwenden, um... Ich hatte gerade überlegt, gehe ich jetzt durchs Portal dahin oder sowas. Und da dachte ich mir so, nee, es nimmt sich ja sowieso nichts, das Portal zu nehmen oder halt das andere. Wir nehmen jetzt nämlich wieder unsere kleine Baumfarm auseinander. Zumindest ein kleines Stückchen. Einfach, um dann an einen Setzling zu kommen. Einer würde ja schon reichen. Aber wir nehmen dazu gleich den ganzen Baum auseinander. Einfach, weil ich es kann und so, ne? Kennt man ja. Für die Baumfarm hatte ich mir übrigens auch noch was überlegt. Dass man da dann vielleicht effizienter arbeiten kann, weil man kann ja auch die Höhe der Bäume quasi mehr oder weniger bestimmen, wie hoch die maximal werden sollen. Da müsste man dann quasi oben drüber halt nur irgendwie, keine Ahnung, Glasplattform oder sowas drüber machen, damit man dann quasi Maximalhöhe für die Bäume hat. Aber das sieht dann halt scheiße aus, muss ich ja ehrlich sagen. Ein Glas halt darum, damit halt das Licht von oben noch herabfallen kann und so weiter. Damit die Bäume überhaupt wachsen können. Und das würde halt verhindern, dass wir hier irgendwelche Mammutbäume haben. Was jetzt bei mir jetzt nicht so schlimm ist, weil ich ja diese Timbermod drin habe. Aber, naja. Muss ich mir überlegen, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Jetzt haben wir auf jeden Fall unseren kleinen Setzling hier. Den unersetzlichen Setzling. Können wir nicht stecken, weil er ist noch voll. Und dann setzen wir den hier einfach mal auf diesen R-Block. Dann wird hier dann mit der Zeit ein Baum wachsen. Und dann... Ja. Schauen wir mal, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Ne? Gut, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Ja, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall noch die Außenseite hier nochmal... bearbeiten. Hier kommt ja jetzt auch wieder dasselbe wie sonst auch hin. Das Laub-Glowstone-Abwechsel-Reihe-Dingens, keine Ahnung. Bitte hier irgendwas Sinnvolles einfügen, danke. Und dann mal gucken. So, hier kommt dann später auch nochmal ein Zweierweg tatsächlich hin. Das heißt, wir können hier einfach mal so ein Dings hinsetzen. Und... Dann kommt da drauf dann wieder der Sandstein. Und ja, ich weiß, es wird Nacht und so. Aber es ist jetzt einfach nur mal, damit ich eine Markierung habe und so weiter. Nicht, dass ich das dann wieder vergesse. Ne, ihr kennt das ja schon, dass ich hier so extrem vergesslich bin. Oder schusselig oder keine Ahnung. Natürlich werden wir ja auch das Haus noch von innen ausstatten, aber es wird halt alles noch ein bisschen dauern. Ne, ich würde halt gerne auch erstmal außen... alles so ein bisschen fertig haben, alles so ein bisschen schön und wohnlich gestalten und
Also wohnlich für Draußenverhältnisse halt, ne? Und dann mal gucken. Na, wir haben jetzt Zeit. Wir werden hier eventuell auch noch mal ein bisschen was am Haus verändern. Vielleicht irgendwo einen Keller einrichten oder ähnliches. Ich weiß es noch nicht genau. Und mein Gott, es ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm, wenn ich mal was nicht so genau weiß. Noch keinen Plan habe von der ganzen Materie oder von dem, was ich eigentlich machen will. Manchmal ist es besser, wenn man einfach Sachen so ein bisschen auf sich zukommen lässt.